Hallo Leute! Yo Leute, hier ist wieder euer Chester Jadino 5 mit Super Mario 64! Mit einem extremen Glitch, Bug, Fehler, was auch immer. Auf jeden Fall, Treppe runter. Wir beenden dieses Gebiet. Es wird Zeit, den Keller zu 100% abzuschließen. Uns fehlt ja nur noch ein Stern im Wüstengebiet, die grüne Giftgrotte und die Wasserkacke hier. Da ich einen Plan für die Wasserkacke habe und ich mir das Ganze gar nicht mal so schwer vorstelle. Wobei ich sagen muss, dass ich hab nachgelesen, in dem Level, ich werde auch das U-Boot draußen lassen, aus Sicherheitsgründen, weil ich weiß, wie ich bin und dass mir das sind. Wow, hallo, hi. Hallo, Mr. Hi. Okay, ich verwechsel es jetzt anscheinend mit der DS-Version, denn in der DS-Version sind hier oben noch Münzen. Und hier gibt es nämlich nur schlappe 103 Münzen, wenn ich mich richtig erinnere. Also es gibt hier gerade mal genug. Ihr könnt mich hier auch... Ihr könnt auch eure Zeit damit jetzt gern verschwenden und mich damit korrigieren, wenn ich falsch liege. Aber ich bin mir halt nicht sicher, wie viele es gibt. Es gibt hier auf jeden Fall gerade mal genug. Gerade mal 100. Jetzt muss ich auch irgendwie gucken, dass ich die hier bekomme, ohne... Die sind ja auch hier toll gemacht. Oh Gott. Das sind die schwersten Münzen im gesamten Spiel. Ja, danke. Ah ne, die schwersten Münzen im gesamten Spiel sind im Strudel drinne. Kann mir gut vorstellen hier. Ich meine, man platziert ja auch gerne mal einen Stern direkt da drüber. Also warum nicht, ne? So, sammeln wir hier Münzen. Münzen, Münzen, Münzen. Wir sind mal wieder münzgeil heute hier an einem... schönen Freitag, wo ich mal besagen will. Es ist ein schöner, toller Freitag. Nee. So, und jetzt weg, weg vom Strudel. Weg vom böser Strudel. Auf jeden Fall mehr Münzen. Mehr, 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 mehr. Wir sind münzgeil. Wir sind Peter Steiner. Ja, Peter Steiner kennen wir alle. Unseren Coolman. Coolman muss Coolman sein. So, runter da, runter, runter, runter. Und ich bin heute auch schön gut drauf, also... Ich glaube, heute mal wird mir nichts meine Laune verderben. Das ist das Gute. Es sei denn, Mario greckt sich wieder durch Welten, wo er eigentlich gar nicht hingehört. Aber ich glaube, er ist heute genauso gut drauf und kann sein Leben leben. Hier sind keine. Das heißt, der Rest muss da in dem anderen Gebiet sein. Okay. Na, das verspricht doch lustig zu werden. Suchen wir erstmal unter... Was zum... Wieso ist die Luke trotzdem auf? Und das U-Boot trotzdem weg. Okay, U-Boot ist also so oder so weg. Hier sind Muscheln. Vielleicht ist da ja was Gutes drin für uns. Nein, fail. Und hier? Fail. Eine blaue Münze oder sowas? Oh, da ist noch ein Münzkreis. Du? Oh, du hast einen Panzer. Gib mal her. Dampe, 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 die Jetski fahren unter Wasser, rock noch viel mehr unter Wasser. Marv, schmeiß mal weg hier. Ist mir zu schlecht zu kontrollieren. Ist zwar geil, aber ich surf lieber. Ihr kennt mich. So, wir haben fast die Hälfte. Uns fehlen noch 55. Die müssen wir jetzt da oben an Land irgendwie finden. Ja, mal gespannt wie. Am besten nicht durch dieses Tor schwimmen. Ich will nur wissen, ob es hier irgendwo... Nein, offenbar nicht. Also, nutzen wir mal den Aufschwung und gehen aufwärts. So. Okay. Beginn unserer Let's Search. So, dann wollen wir doch mal gucken. Wo finden wir jetzt noch 55 Münzen? Also die blauen Münzen da oben, das sind eine Menge. Da kriege ich bestimmt ordentlich was. Ich glaube, das waren 6 blaue Münzen. 6 mal 5. 35. Es wird trotzdem knapp. Ich könnte ja wieder meine Supervusions-Ability benutzen. Aber das tue ich nicht. Ich mache mich einfach unsichtbar, damit ich den Weg hier leichter zurückgehen kann. Okay. Klettern wir mal hoch. Also, ich habe jetzt auch keine Lust mehr, es jetzt mathematisch mal auszurechnen, vor allem, weil ich nichts sehe. Ich sammle einfach die roten Münzen mal ein, in der Hoffnung, dass ich hier oben irgendwie genug finde. Und diesmal werde ich mich... Da, dieser Schalter da.
Ich bin mir sicher, wenn wir den betätigen und da alles einsammeln, was wir bekommen können. Oh ja, ganz vergessen, wir müssen ja hier noch von Punkt zu Punkt springen. Ganz vergessen. Es war ja so arschlochmäßig gestaltet hier. So. Au, lauf nicht gegen, Mario. Du musst nicht überall gegenlaufen. Ja, das ist gut, das ist gut. Das macht sehr viel Spaß. Gut, da waren es nur noch 18. Wo kriegen wir jetzt 18 Münzen her? Das war eigentlich unnötig, ich weiß. Eigentlich ist diese Mission mit den roten Münzen auch viel einfacher. Aber ich habe es mir natürlich, als ich sie gemacht habe, wieder mal viel schwerer gemacht. Jetzt ist die Frage, kann ich das? Nein, kann ich nicht. Also eins ist man sicher. Das U-Boot kriege ich gar nicht mehr wieder. Das ist auch schon mal gut für mich zu wissen. Das heißt, da muss ich nicht nach Münzen suchen. Was war das denn? Nee. So, Dankeschön. Nein, nicht mehr Dankeschön. Ich habe mich jetzt genug bedankt. Nee. So. Wo kriegen wir jetzt noch die Münzen her, die wir brauchen? Ich wette, jetzt sitzen wieder einige vor ihrem PC und brüllen ihren Monitor an. Hinter dir! Hinter dir! Ach, hinter dir ist das Monster! Ne, es ist irgend sowas. Ja, mal gucken. Oh, achso. Oh. Noch irgendwas? Nein. Gut. Brauchen noch 10. Wie viele rote Münzen haben wir? 5. Das heißt, 3 gibt's noch. 3, 6, dann fehlen uns immer noch 4. Okay, aber wenn ich die roten Münzen geschafft habe, dann weiß ich schon mal, dass ich woanders noch suchen muss. Die Frage ist dann, wo? Moment mal, ich habe 5. Es gibt 8. Habe ich eine vergessen? Ich hoffe mal nicht. Wo gibt's noch welche? Ich wünschte, rote Münzen würden mehr geben. So, jetzt müssen wir uns da wieder dranhängen, war das doch? Ja, genau. Okay, da sind 3 rote Münzen. Das sind nochmal 6. Irgendwie ist die Kamera heute ziemlich brav. So, wir hängen schon mal richtig. Jetzt haben wir einfach Geduld, würde ich sagen. Ich habe Geduld, ich habe heute einen guten Tag, also ich werde heute schon... Ach ja, stimmt, weil das Ding geht hier wesentlich länger. Deswegen hoffe ich einfach mal jetzt gleich eine gute Zeit. Ja! Ja, genau! Ey, wie gut ich das jetzt geschafft habe. Gut, uns fehlen immer noch 4. Wo kriege ich jetzt 4 Münzen her? Auf jeden Fall nicht hier. Ich schätze mal, an Land habe ich alles. Jetzt werde ich mich mal unter Wasser noch weiter umgucken. Nee, das... So, können hier nicht noch irgendwo welche sein? Bitte? Nee. Tut mir leid. Nee. Nee, tut mir leid. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Wenn ich irgendwie aus der Aktion jetzt raus bin, dann werde ich einmal stoppen. Ich muss leider raus. Mir fällt nichts ein. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Hat das Schild vielleicht irgendwie eine Lösung für mich? Eine Hilfe. Eine kleine Hilfestellung. Von Zeit zu Zeit verschwinden farbige Zahl. Wenn du Kisten öffnest, Ringe erscheinst. Powerstern, ja, weiß ich. Nee, das. Ich weiß nicht weiter. Ich finde keine mehr. Ich werde auch diesen ganzen Part zu einem Part machen und ja. Tut mir leid. Wenn ihr wisst, wo ich da noch fehlende Münzen bekomme, bitte sagt es mir. Ich weiß es nämlich nicht.
ich finde die auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo da jetzt noch 4 Münzen sein sollen. Bitte sagt es mir und helft mir. Ich find's nicht. Tut mir leid. Gut, aber lassen wir uns davon jetzt nicht runterkriegen. Machen wir einfach weiter. Machen wir die Wüste. Oder die Kotzgrotte. Kotzgrotte oder Scheißwüste. Kotzgrotte, Scheißwüste. Kotzgrotte, Scheißwüste. Verwirrt. Verwirrt. Verwirrt, das Feuer laufen. Okay. Nee, ja, komm, gehen wir ins Feuer. Ins Feuer, ja. Gehen wir in die Wüste. Dann haben wir da was.